Schleie soll laufen an der alten Festung. Ist das wirklich so? Lübt der Lachs wirklich? Ich würde sagen, wir gucken mal hier an der alten Festung, wie die Situation gerade ist. Kaffeeauftrag, oha, die dicke, fette Trophy-Schleie ist sogar drin für 120. Das klingt doch gar nicht so schlecht. Wir suchen uns mal einen Spot. Also raus hier aus der alten Festung und als erstes gucken wir natürlich direkt hier vorne einen der klassischen Spots, die immer wieder gut funktionieren und tatsächlich auch immer wieder ganz gut funktionieren für die Schleie. So, Set zusammengebaut, zack, zack, 7 Meter Clip und raus damit. Was haben wir dran? Natürlich eine Schleienmische. Man braucht natürlich eine vernünftige Futtermische, wenn man auf Schleie gehen möchte. Von daher heißt es, so früh wie möglich, am besten auch noch vor Level 12 schon anfangen, Köderbeschaffung zu skillen und Futtermische zu skillen. Nicht unheimlich weit, weil unheimlich weit muss man eh nicht. Solche Köder braucht man zum Beispiel erst gegen Endgame, die dann im hochleveligen Futterbereich sind, beziehungsweise Köderbereich. Und auch bei den Futtermischen, auch die braucht man tendenziell erst im Endgame. Das heißt, wenn man anfangs so bis 50%, ungefähr 60% vielleicht geskillt hat, dann reicht das erstmal lange, lange, lange Zeit. Und dann Stück für Stück weitermachen. Gar nicht alles so übertreiben, sondern immer Stück für Stück. Und irgendwann, wenn man eh schon alles hat und genug Kohle hat, dann kann man auch am Ende einfach mal durchziehen und bis zum Ende alles durchprügeln, wenn man Bock hat. Ja, erster Auswurf jetzt hier. Ich habe es noch gar nicht getestet. Ich habe bloß schon mehrfach davon gehört, beziehungsweise ich habe vor ein paar Tagen hier auch mal kurz getestet. Und da ging es für eine gute halbe Stunde auch wirklich ganz gut. Und danach war es dann aber auch ein bisschen Flaute. Ja, und jetzt bin ich eben gespannt, was hier reingeht. Schuppenkarpfen. Auch nicht schlecht. Ich schmeiße jetzt hier erstmal noch Futtermische rein. Also ich habe ja die Futtermische dabei. Das heißt, wir haben jetzt 3 Bällchen Futtermische. 3, 4. Na, und schön einen nach dem anderen. 5. Zack. So. Jeder Auswurf ist einmal Futterbällchen. Man sieht das ja auch oben. Jetzt haben wir gerade 13. Sagen wir mal, gehen wir mal runter hier auf. Zack. 2 Stück noch. Und dann lassen wir das erstmal so weit. Und dann sind auch eigentlich erstmal genug Futterbällchen drin. Den noch. Zack. Den lasse ich jetzt draußen. So, jetzt haben wir hier an dem Spot oder diese Area in diesem Bereich hier, ich würde sagen so, sagen wir mal in diesem Bereich jetzt hier herum, ungefähr, man sagt ja 2,5 Meter Radius, also die Area sollte jetzt hier für Schleie höchst attraktiv sein, wenn denn die Schleie da ist. Das ist natürlich wichtig und wenn man jetzt den passenden Köder auch noch rausgefunden hat, den die Schleie gerne mag. Normalerweise teste ich Spots immer gänzlich ohne Mische. Das war jetzt einfach hart und dreckig rein. Direkt ran an den Spot, direkt auch fix mit dem mit der Futtermische rein. Ja, ob das jetzt wirklich was bringt oder ob wir hier solche kleinen Kandidaten kriegen, das bleibt jetzt abzuwarten. Das ist halt immer das Risiko. Was haben wir denn hier für Köder? Wir haben ganz klassische Schleimköder. Hier zuppelt gerade auf dem Käse. Ich hoffe mal eine fette Schleie. Wobei, so wie das hier zuppelt, kann es auch schon fast ein Amur sein. Heftige Zuppler. Eigentlich von der Aktion her fast wie ein Rotauge. Aber deutlich aggressiver an der roten Spitze. Da ist richtig hart, wuchtig, ein dicker Amur, würde ich sagen, dran. Wobei nicht unbedingt dick, die können auch irgendwie 3,6 Kilo sein oder so. Irgendwas in dem Bereich. Und ja, die machen dann erstmal Terz. Genau, das hier ist so ein leichteres Gezuppel, genau. Also ich glaube, man sieht es ganz eindeutig, ne?
Im Vergleich die beiden Zuppler, wobei der ist jetzt gleich schon dran hier. Ja, der ist glaube ich schon gleich dran. Oder ist er abgehauen? Alter, jetzt habe ich sie verschreckt. Jetzt zupfe ich mal hier dran. Und da geht's. Alter, den A-Land? Nee. Nen A-Land 1,4 Kilo? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Nen A-Land, das ist ja verrückt. Jetzt muss ich aufpassen. Jetzt habe ich... Ich glaube, jetzt habe ich genau 10 Futtermischen drin. Jetzt mache ich erstmal Futtermischpause. Nicht übertreiben mit der Futtermische. Spots haben zweierlei Pegel sozusagen. Einmal den Pegel des Futters, was quasi beeinflusst wird. Das heißt, du hast hier keine Ahnung. Sagen wir, an der Stelle sind jetzt hier 5 Fischarten. Du schmeißt die Futtermische rein. Ein oder zwei Fischarten werden gepusht, die anderen werden gedrückt. Die Futtermische hebt die Wahrscheinlichkeit an, dass Fische beißen. Sagen wir mal von 2 Stück. Und von den anderen 3 vielleicht wird es runtergedrückt. Dazu hat man aber da drüber gelegt sozusagen Futtermische beziehungsweise den Spot mit einem Pegel. Das heißt, wenn ihr hier in ein Glas immer mehr Futtermische reinballerst, irgendwann ist halt voll. Und wenn voll ist, die Futtermische mit dem Glas oder andersrum das Glas mit der Futtermische, dann war's das. Dann beißen, Alter. Schönes Ding, das wollen wir. Und das schöne Ding mit dem Knutschemund. Hoppala. Futtermische abmachen. Auf dem Käse. Die mögen den Käse, die Schleien. Voll das Glas, richtig. Heißt also, wenn das voll ist, ist schlecht. Denn dann fressen die ganzen Fische am Spot nur noch das Futter, was da im Wasser ist, gehen aber nicht mehr an die Haken. Was geht an die Haken? Man merkt es schlagartig. Kleinscheiß. So komisches, mistiges Gedöns, was man nicht haben will. Unmaßig, kleine Giebel, Karauschen, Rotaugen, was auch immer. Das passiert dann halt ratzfatz. Verdorrig, ich habe die Futtermische dran gelassen. Es ist mit der Futtermische nicht so. Also seid da jetzt nicht so straight. So hart mit euch selbst auch. Wenn da... Alter, ich muss ein bisschen aufpassen mit dem... Ei, der nächste Brocken. 2,3 Kilo fette Schleie. Geilo. Mehr davon. Futtermische abmachen, Alten. So. Futtermische ab. Jetzt ist wieder gut. Also, auch wenn an dem Spot über die Zeit dann hier auf einmal 20 Futterbildchen drin sind. Aber irgendwann ist halt voll. Deswegen vorsichtig sein und nicht zu viel Futtermische immer reinballern, sondern langsam antasten und dann zwischendurch mal wieder nachfüttern. Der Spot ist, man kann den irgendwann resetten, wenn man so gut 2 Stunden mal ganz woanders hingeht. Und also ihr müsst nicht das Gewässer verlassen, aber die Area dann einfach mal 2 Stunden lang einfach nicht befüttert und so, dann Realtime-Zeit, 2 Stunden, ne? Nicht jetzt hier auf die Uhr gucken, dann geht das irgendwann auch mal, wird das irgendwann auch mal besser und dann kann man das hier wieder versuchen, aber man muss dann auch einfach mal so einen Spot ein bisschen regenerieren lassen. Wie viel verschiedene Futtermischen kann man reinschmeißen? Man kann natürlich verschiedene Futtermischen reinschmeißen, um die zu testen. Nichtsdestotrotz geht natürlich, oha, knapp an der Trophy vorbei. Nichtsdestotrotz geht natürlich trotz allem eben das Glas sozusagen, das wird halt voller. Schleienmische, Karpfenmische, Karauschenmische, voll. Ist doch klar, oder? Irgendwann ist dicht. So, und dann, das ist halt der Punkt. Das ist halt immer der Punkt. Deswegen vorsichtig anfüttern und dann ein bisschen abwarten. Wir gehen mal eben so ein bisschen hier auf die Köder ein. Also, wie gesagt, Futtermische Standard, ne? Setup, ich bin jetzt hier, ich sag mal, für einen Anfänger-Set ist es vielleicht schon ein bisschen übertrieben.
mittelschwer unterwegs. Ich habe jetzt hier 6,4 Kilo Vorfächer dran, nicht ganz so fett. Um auf Nummer sicher zu gehen, wäre hier mit dieser Route, mit der Rolle, mit der Schnur und sowas, wäre auch 9, irgendwas durchaus okay. 7,7, 9,7er Vorfach. Irgendwas so unter 10, glaube ich, ist noch ganz okay. Ich bin ein bisschen feiner dran, weil, ja, ich habe auch ein bisschen Bock auf einen Drill und so. Das kann man ja ganz gerne mal machen. Tauwurm ist drin als Köder. Tauwurm funktioniert immer wieder ganz gut mit der Schleie. Ich hatte meine Super Trophy hier an der Stelle, beziehungsweise hier rechts neben dem Schilf, ebenfalls auf Tauwurm gefangen. Oha, Brasse wollen wir ja nicht. So, wieder raus damit. Ja, Tauwurm auch immer schön. Auch halt ein guter Allround-Köder. Nachteil beim Tauwurm, immer wieder möglich, dass da natürlich auch dicke, fette Karpfen drauf reingehen. Oder eben auch die Amure, auch das ist halt möglich. Wollen wir ja auf so einem kleinen, feinen Setup von 6, irgendwas Kilo besser nicht drauf haben. Deswegen da ruhig ein bisschen dicker dran gehen. Wenn ihr ein zu leichtes Setup habt, vielleicht nicht ganz so ideal. Für wen ist dieser Spot was? Wollen wir gerade davon sprechen. Wenn du Level 12 bist und du bist gerade hier an dem Gewässer, ist es nicht zwingend was für dich, wenn du gerade das Feeder-Starter-Set hast. Also orientiere dich da dann an andere Köder und an andere Hakengrößen. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, 1:1 nachmachen würde ich das jetzt nicht in dem Levelbereich. Da würde ich vielleicht einen 6er oder einen 4er Haken dann nehmen, wenn man in dem Level 12, 13, 14 Bereich ist. Dann, wie gesagt, ein 6er Haken oder ein 4er Haken. Da kann man hier mit Made auch ganz gut rangehen. Oder auch gerne hier mit dem Maiskorn. Einfach mal einen Mais reinschmeißen, geht immer wieder ganz gut. Und natürlich auch genauso mal mit Caster probieren oder auch mit dem Mistwurm. Ganz klassische Köder, auch für eine ganz gute Frequenz, immer wieder ganz gut. Und beim Mistwurm kann auch hier an so einem Spot mal in der Nacht einen Aal reinballern. Und das ist eben das Schöne, wenn man auch hier sowas wie einen Tauwurm verwendet oder auch hier den Käse, denn auch Käse kann mal ein Aalköder sein. Wenn man das halt verwendet und man hat dann als Beifang einen Aal, habe ich schon auch mehrfach in verschiedenen Videos erwähnt, dann ist das natürlich immer ganz nett, einen Aal zu fangen. Deutlich besser. Bäm, die nächste. Die mögen Käse. Sie mögen Käse. Deutlich besser den Aal als Beifang zu fangen, als wenn man sich jetzt hier mit Fischfetzen und Tauwurm hinstellt und man hat in der Nacht irgendwie zwei Fische und nicht einen Aal. Will man halt nicht. Apropos Käse, wenn die Schleien doch wirklich gerade so käsewild sind, wo kriegt man den Käse? Am Koori. Am Koori ab Level 16 kann man da hin. Und da kann man sich dann bei der Molkerei den Käse gönnen. Ja, ab wem, für welches Level ist das hier was? Ich würde sagen, gerne halt 16 plus. Das heißt, entweder ist man dann immer noch mit dem Feeder-Starter-Set unterwegs oder man kann hier natürlich auch mit der Pose stehen. Man kann hier natürlich auch mit der Stippe stehen, so auf 1,10 Meter Tiefe ungefähr. Auch das funktioniert super. Entspannter wird das Ganze natürlich ab Level 20 plus, 19, 20 herum, wenn man hier so eine Alpha als Rolle hat, beziehungsweise dann vielleicht hier schon vernünftige Feederrouten oder man geht natürlich hier direkt mit den Karpfenrouten ran, dann ist das natürlich zwar übertrieben, aber man kann ja auch das Karpfenset runterschrauben von der Leistung her. Wenn ihr ein Karpfenset habt mit Alpha bestückt oder die Karpfenrouten mit der HSV bestückt, dann kann man ja auch hier ganz entspannt mal einen 9 Kilo Vorfach dran machen und dann lüppt das ja genauso gut. Ja, wie ist denn der Stand der Dinge? Bisher ist es, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ich schau mal eben ins Café, weil da, wenn mich nicht alles täuscht, hatte ich das so gesehen, war da nicht der Aaland mit drin? Ich habe immer wieder das komische Gefühl, wenn hier so ein Kilo Aaland im Café ist, fange ich auf wildeste Köder hier an der Festung immer mal wieder einen Aaland. Fast allen. 2,5 Kilo Aaland ist drin. Das ist tricky. Und Güster ist drin. Trophy Güster, 800 Gramm.
und 7-mal die dicken, fetten Güster. Krass, vielleicht sollte ich gleich nochmal auf Güster probieren. Wäre vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, also im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht. Schmeckt das Ganze, kann man gut machen bisher. Sieht gut aus. Jetzt die Nacht über, denke ich, wird ein bisschen weniger los sein. Und in den Morgenstunden rasselt es dann vielleicht wieder rein. Ist da was dran? Ja, da ist auch schon wieder was dran. Zack. Guck mal hier, schöne Karausche. Karauschen-Trophys werden hier auch regelmäßig gefangen, auch auf dem Tauwurm. Ich habe schon wieder das Futter reingeschmissen. Ja, wobei, ist vielleicht auch gar nicht so ganz wild. Zack, der nächste. Kann man übrigens auch machen. Und guck mal, Giebel auf Mais, läuft auch, sehr gut. Einfach dann mal die ganze Zeit nur von den drei Routen, einfach nur eine Route mit dem Futter bestücken. Und dann über die Zeit einfach auch entspannt die, den Spot anfüttern. Dann geht das auch alles nicht so schnell hoch. Kann man auch gut machen. So. Ja, so sieht das aus hier. Kurzer Einblick zu dem Spot. Das passt, glaube ich, im Großen und Ganzen. Und es zuppelt auch schon direkt weiter. So soll das sein. Kann man machen. Wie gesagt, Köder hatte ich erwähnt für die verschiedenen Levelbereiche. Sets habe ich erwähnt für die verschiedenen Levelbereiche. Wow. Oh. Wow. Und damit das Video auch noch schön zum Abschluss gebracht wird, ballert hier nochmal eine dicke, fette Karausche rein, Alden. Alter. Wenn euch das Ganze geholfen hat, gerne den Kanal abonnieren, den Daumen da lassen für das Video. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags, immer ab 19 Uhr. Petri.